Früher galt ein Mann ein Wort. Sind Verträge, die per Handschlag geschlossen werden, heute eigentlich noch gültig? Hallo, mein Name ist Markus Mingers von der Kanzlei Mingers und Kreuzer. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, ob ein Handschlag heute noch immer die gleiche Bedeutung hat wie früher. Grundsätzlich gelten Verträge per Handschlag. Eine Formbedürftigkeit, schriftlich oder gar eine notarielle Beurkundung sind nur ganz ausnahmsweise notwendig. Zum Notar muss man gehen, immer dann, wenn es besonders ernst wird, also bei einem Grundstückskauf, bei einem Immobilienkauf, beim Ehevertrag, wenn man eine GmbH gründet, Anteile verkauft, immer dann muss man zum Notar gehen, hat man also eine besondere Form. Ansonsten kann man jeden Vertrag auch mündlich, also auch per Handschlag schließen. Aber empfiehlt sich das auch? Wenn man einen Vertrag per Handschlag schließt, sollte man die Person schon kennen und wissen, ob man der Person vertrauen kann. Denn man hat zum einen die Beweispflicht für alle Dinge, die für einen günstig sind. Also Preis, Lieferbedingungen, Kündigungen. All diese Dinge sind ja nicht beweisbar, wenn man einen Vertrag per Handschlag schließt. Und wenn man dann die Dinge im Zweifel gerichtlich durchsetzen muss, ist man in der sogenannten Beweisnot und wird die Dinge also nicht vorantreiben können. Daher gilt natürlich der Vertrag immer dann, wenn man sich über die wesentlichen Vertragsbestandteile geeinigt hat. Aber großes Risiko bleibt natürlich für Missverständnisse und im Zweifel dann auch sein Recht durchzusetzen. Daher immer der Tipp, wichtige Verträge, große Verträge immer schriftlich fixieren.